wenn ich laut bin, Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Super Mario 3D Land. Wir sind wieder in der ersten Welt und wenn ihr euch jetzt fragt, warum in Level 1-2 gibt es laut Daddy Gamer doch einen Secret Exit. Und da wollen wir doch mal ganz kurz reinschauen. Wie man jetzt unten auf der Weltenkarte sieht, ist dort ein Stern verziert. Ich glaube, das soll heißen, dass man alle Sternkreuz gesammelt hat. Vielleicht taucht ja sogar noch ein zweiter auf, wenn wir uns mal den Secret Exit anschauen. Bis gleich. Nämlich soll es hier anscheinend einen Secret Exit geben, wenn man auf die Fragezeichenblöcke springt und das stimmt auch. Hier kann man rausspringen. Nein, es kommt wirklich zu einem Secret Exit. Wow. Das erinnert mich total an Super Mario Bros. Das kam da auch immer, also zumindest in der ersten Welt vor. Dann wollen wir doch auch hier gleich weitermachen, nämlich mit diesem Level. Dort haben wir die zweite Starcoin verpasst. So, erstmal hatte ich mich da ja mal gefragt, ob man da was bekommt. Das war's hier aber wirklich komplett. Ja Leute, ich wollte mich übrigens nochmal unglaublich krass bedanken, was ihr jetzt in dem, mit dem ersten Part gemacht habt. Holy shit! Geht Kuss. Das dritte Wort ist 3D World. Dritte Wort ist 3D World. Naja, schauen wir erstmal in dieses Rätselhaus rein, wo man anscheinend ganz schön schnell diese Piranha-Pflanzen besiegen sollte. Oh mein Gott, ich glaube, das ist mein Lieblingslevel aus 3D World. 3D Land. Weil das hier, erstens kommt hier ein cooles Item vor. Und zweitens ist das hier sozusagen ein kleines Retro-Level. Genau, der ist nice. Oha. Ein roter Münzkreis nur? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Gott, ich sehe schon, was die von einem verlangen. Digga, also dieses Level! Ich soll hier gerade auf den Goomba springen? Oh, es bringt auch nur Tanuki! Okay, auf den Goomba drauf. Ja, daraus kommen wir nochmal fliegen. Nicht ohne. Ah! Jetzt haben wir ein Problem. Ey, wir haben keine einzige... Oh, lol. Oh, was ist denn mit dem... Oh Gott. Oh, warte mal ganz kurz. Okay, weiter geht's. Greenscreen hat echt Faxen gerade gemacht, muss ich sagen. Und hier auch schön ein Ziel? Holy shit, wie hart haben wir in diesem Level verkackt? Geh dich vergraben. Warte, da fliegt man bestimmt runter. Warte mal, haben wir das uns überhaupt angeguckt? Luigi! Und die erste Starcoin! Die hast du anscheinend geklaut. Okay, erstmal den Kollegen gekillt. Ah, wir hatten es doch. War echt die zweite. Ja, aber hier gibt es doch nur Münz. Irgendwie hier oder so. Oder hinter dem Busch. Oder vielleicht dahinter laufen. Irgendwas war doch hier. Oh Gott. Ja, das kenne ich aus Mario 3D World. Weil immer wenn wir springen, dreht sich die andere Plattform um. Sehr, sehr fies. Wir sollten erstmal diese Leute hier ein bisschen zeigen, wo der Hammer hängt. Nämlich bei mir. Turn down for what? Turn down for what? Lol. Oh! Ich muss hier manchmal echt ein bisschen mich konzentrieren, muss ich sagen. Oh, das ist eine schöne 3D-Phase. Da ich aber, wie gesagt, kein 3D auf diesem Zitra-Emulator aktivieren kann, müssen wir es leider so...
Digga, was? Was? Hä? Digga! Und natürlich ist es auch weg! 99% Sternmünze. Hab kurz mein Leben überdacht. Mein Leben hat zu mir gesagt, Bro, du musst jetzt reinballern. Du musst jetzt so reinballern, als würdest du die Frau deines Lebens haben. Okay. Und ich hab zu ihm zu meinem Leben gesagt, yo. Jetzt geht's ab. Da, ah ja, genau. Ich dachte gerade schon. Ich schaff's nicht. Guck dir diese Scheiße an. Und hier gibt's wirklich eine Starcoin. Okay, die ist aber weit oben. Digga! Wo ist der Checkpoint? Alter! Was für ein Ziel? Okay, wir könnten Risiko gehen und dieses Level nie wieder zurückkommen. Oder wir machen jetzt Scheiße und müssen noch 400 Mal hier zurück. Ich nehme den anderen Weg, Plan B! Plan B! Oder Plan A! Scheiße! Oh, Mann. Wir müssen ernsthaft nochmal in dieses Level. Ja, wenn ich laut bin, wenn ich laut bin. Der Meister hat euch gezeigt, wie man mit solchen Situationen umgeht. Jetzt befähigt euch euer Meister, gebt ein Like und ein Abo. Ciao.